Ein großes Hallo, wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Hier im Saal, zu Hause an den Bildschirmen. Schön, dass ihr da seid. Hier in unserer Industriekathedrale Alte Schmelz in St. Ingbert mit ihrem rustikalen Charme, oder? Voll sexy. Doch, muss man mal sagen. Ich sage das auch so deutlich, weil das heute ganz besonders passt bei den Gästen, die heute hier auf der Bühne sind. Es wird so richtig urban. Also beamt euch schon mal weg im Geiste in irgendeinen verranzten Hinterhof irgendwo in New York City. Holt die Ghetto-Blaster raus. Obwohl, eigentlich nicht, das machen die Jungs selber. Aber ich habe halt irgendwie versucht, um euch darauf vorzubereiten, was jetzt kommt, das so ein bisschen zu beschreiben aus meiner eigenen Perspektive. Wer schön sich auf sein Sofa legt, wie ein König seinen Hofstaat pflegt, mit Chips durchs Fernsehen seppt, verpennt und dann noch Bier seinen Zepter nennt, verpasst im Alltag schmählich blind, wozu so Körper fähig sind. Wie die, die diesen Menschmaschinen gleich schon zum Joint Venture dienen. Eher schmal im Brustreviere haben die drei Muskeltiere als kompakte Kraftpakete Stahl anstatt erschlaffter Knete. Sie performen ihre Teamtricks als urbanen Breakdance-Remix, dem sie mit gewieften Kiefern ihren eigenen Soundtrack liefern. Ohne Technik-Wunderkisten. Einfach nur als Mundartisten bauen sie Beats im Zungengrund und boxen sich die Lungen wund. Soundgewordene Bewegung. Für die Sinne Vollverpflegung. Denen ist kein Trick zu Kess. Nicht Herku, nein. Tridiculous! Okay, warte mal. Das ist irgendwie. Hier ist noch ganz schön schmutzig. Ja, kann kurz mal einer noch durchfegen? Komm mal, feg einmal durch. Dann. Ja. Danke.
get up. And nothing ever gets me down. You've got it tough. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? You might as well jump. Jump. You might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and just jump. Jump. Baby, how you been? You said you don't know, you don't know till you begin. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. You might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and just jump. Jump. Machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Woo! Might as well jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and just jump. Danke, danke. Und jetzt kommen wir zu einer ganz tollen Darbietung. Ihur, weißt du, was jetzt kommt? Eine ganz tolle Darbietung. Rosti, weißt du, was jetzt kommt? Ja, ganz tolle Darbietung. Thank you.
sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, goes away, goes away, goes away. I wonder this time where she's gone. If she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know. Und jetzt steht auf dem Kopf und lässt die Hände los. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. And it's
time. She goes away. Herzlichen Dank, das wird unserem folgenden Künstler sehr, sehr gut gefallen. Er ist seit vielen Jahren mit seinen Soloprogrammen auf Tour. Bis heute legendär ist sein Auftritt in der Talkshow von Markus Lanz, in der er die Fusel-Anleihen erklärt hat. Aktuell betreibt er einen Podcast zusammen mit Timo Wopp und bei den heutigen Ausschnitten aus seinem aktuellen Programm Cashman wird er am Flügel begleitet vom Jazzpianisten Klaus-Dieter Bandorf. Und diesem programmnamengebenden Cashman ist auch das Begrüßungspoem von Philipp Scharmberg gewidmet. Ihr glaubt noch an den Weihnachtsmann? Mit Gabentisch und Eintrachtspfann? An Zahnfee? Osterhase? Auch er ist eine Symbolfigur, doch bringt statt Eier Kohle pur, ganz ohne rosa Nase. Er kommt von weit, vom Blackrock draus, am Geldfluss steht sein Scheckblockhaus, dort pflegt er seine Hedgefonds. Kennt jede Form von Kies und Moos, sein Spielerglück ist riesengroß, drum nutzt er jede Wettchance. Zwar macht er nicht als Dollarproll, maskiert im bunten Overall auf Wolverine on Wall Street. Doch wie ich seinen Schneider kenn, erscheint er als Provider-Man im Glitzerfrack wie ein Goldschmied. Der Pin-Up-Boy vom Handelsblatt, der fette Aktienbundles hat, verzichtet auf Gewäsch, denn er ist durch seine Superkraft stets flüssig wie Melupa-Saft. Gin Meyer als der Cashman. Dankeschön. Herzlich willkommen zu diesem Abend, der euer Leben verändern wird, meine Freundinnen. Und ihr merkt, ich gender, aber ich mach's mir einfach. Für mich seid ihr alle Mädels. Ja, ich meine, wir haben 2000 Jahre lang so getan, als wären alle Männer. Tun wir einfach die nächsten 2000 Jahre mal so, als wären alle Frauen. Und wir merken schon, die Frauen finden das Konzept überzeugend, die Männer sind nicht ganz so sicher. Aber ganz ehrlich, Jungs, das macht so rum viel mehr Sinn. Weil ein Mann ist ja im Prinzip eine Frau. Also biologisch gesehen. Ein Mann ist eine Frau, der ein halber Chromosomenstrang abhanden gekommen ist. Ne? XX-Chromosom, XY-Chromosom. Wenn dir als Frau ein halber Chromosomenstrang abhanden kommt, dann wirst du ein Mann. Man könnte auch sagen, Männer sind Frauen mit Defiziten. Ja, Männer haben diesen Chromosomenluxus nicht. Wenn dir als Mann ein halber Chromosomensatz abhanden kommt, wirst du höchstens noch Pantoffeltierchen. Also, da sind Frauen eindeutig im Vorteil. Aber herzlich willkommen. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich dachte, boah, St. Ingbert. Und ich habe recherchiert und ich habe herausgefunden, ihr habt ja eine geile Stadtmarketingaktion hier. Und die sieht folgendermaßen aus. Man kann sich auf der Seite der Stadt ein Schild ausdrucken. Ja, man kann sich ein Schild ausdrucken, I love IGB, und man fotografiert sich mit diesem Schild an allen Orten, die nicht St. Ingbert sind, was relativ leicht ist, weil fast alles in der Welt nicht St. Ingbert. Aber ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ich habe gedacht, das kann auch in falschen Hals kommen, weil es sieht auch ein bisschen aus, als würde die eine Gewerkschaft verherrlichen. Ne, ich liebe die Industriegewerkschaft Berg und Farben oder irgendwie sowas, ja. Aber wie gesagt, herzlich willkommen, und ich wusste, dass...
Ich wusste das ja gar nicht. St. Ingbert gilt als das Steuerparadies des Saarlandes. Ja, weil es den geringsten Gewerbesteuerhebesatz im Saarland hat. Aha. Ich weiß. Und viele von euch denken sich, warum benutzt dieser Mann schmutzige Worte? Gewerbesteuerhebesatz. Ja, die Gewerbesteuer, das wisst ihr, ne, heute, Fortbildung. Gewerbesteuer berechnet sich nach dem Gewerbesteuersatz multipliziert mit dem Gewerbesteuerhebesatz. Und ich habe immer überlegt, wer denkt sich so ein Wort aus? Gewerbesteuerhebesatz. Das muss irgendein Finanzbeamter mit Erektionsproblemen gewesen sein. Ne? Wir brauchen was, was steil nach oben geht, Wilhelm. Gewerbesteuerhebesatz. Und Gigante, aber das merkt man auch, wenn man hier reinkommt, das ist ein Steuerparadies. Natürlich, ich hab's doch gespürt, ich bin hergekommen, der Palmenboulevard von Rohrbach Süd. Ne, überall in den Straßen Eingeborene in bunten Kostümen, der zur Ukulele St. Ingberter Volksweisen singen. Steuerflüchtige aus Saarbrücken im offenen Rolls Royce. Eine tolle Atmosphäre. Ich war ja nicht immer der Cashman. Meine Eltern wollten, dass ich was Richtiges mache. Meine Eltern wollten, dass ich entweder Arzt werde oder Anwalt. Aber sie hätten die Rechnung ohne den Rebellen in mir gemacht. Ich würde unter einem kuschelweichen Daunentitel etwas finden, das Arzt und Anwalt. Also heilen und Dinge verdrehen. Perfekt kombiniert. Ich würde Homöopath werden. Homöopath des Geldes. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, Homöopathen, das sind für mich nicht nur Kuschelkissen und Globuli. Homöopathen, das sind Rebellen. Das ist der schwarze Block der Gesundheitsindustrie, die Guerilla unter den Heilenden. Und diese Kraft der Rebellion übertrage ich heute Abend auf euch. Heute Abend werdet ihr lernen, wie man aus nichts Cash generiert und wie dieser Cash auch noch nachhaltig wird. Ich zeige euch den Weg zu Wohlstand und Reichtum bei steigenden Energiepreisen und schenke euch überdies ein reines Gewissen. Ich bin euer Arzt und Anwalt, der Homöopath des Geldes, gewissermaßen die perfekte Synthese aus Christian Lindner und Karl Lauterbach. Ihr merkt die Dimensionen, die das hier annimmt. Das ist kein normaler irgendwie St. Ingbert-Pfanne. Das ist die St. Ingberter Goldpfanne. Tauchen wir ein in die großen Geheimnisse der finanziellen Homöopathie. Geheimnis Nummer 1, die Hochpotenz. Hochpotenz in der klassischen Homöopathie bedeutet, man nimmt einen Wirkstoff oder ein Medikament und verdünnt es so lange, bis kaum noch ein Basiswert enthalten ist. In der Politik heißt das AfD. Im Finanzmarkt... Im Finanzmarkt heißt es Kryptowährung und im Sport FC Bayern München. Müssen wir nicht drüber reden. Ich lernte die Kraft der finanziellen Homöopathie durch eine Firma kennen, die es geschafft hatte, ihre Bilanzen dermaßen homöopathisch zu verdünnen, dass am Ende nur noch eine Hochpotenz enthalten war. Und ich glaube, wir wissen alle, wovon wir reden. Wirecard. Wirecard hat es geschafft, vom German Global Player am Finanzmarkt zum German Globally Player zu werden. Und das schafft man natürlich nicht alleine. Dafür braucht man Freunde, Weggefährten, Wirtschaftsprüfer, die nicht ganz so genau hinschauen. Bitte erinnert euch an die alte Weisheit, allein im Swingerclub bist du auch nur ein Wichser. Und wenn der Satz kommt, dann haben wir das Niveau da, wo wir es brauchen. Um ganz tief einzutauchen, das nächste große Geheimnis der finanziellen Homöopathie. Keine Ursache, keine Wirkung. Das ist Zen am Finanzmarkt. Und das bezieht sich auf eine weitere schöne Sache, die sich die EU-Offenlegungsverordnung nennt. Na, wir merken das fast so schön wie Gewerbesteuerhebesatz. Die EU-Offenlegungsverordnung, und das, die gibt es wirklich, die besagt im Prinzip, man kann ein Finanzprodukt oder ja, ein Finanzvehikel kann man bereits dann als nachhaltig bezeichnen, wenn man transparent macht, nach welchen Kriterien diese Nachhaltigkeit definiert ist. Also in anderen Worten, niemand weiß genau, was wirklich nachhaltig ist, aber wenn du genau sagst, was Nachhaltigkeit für dich bedeutet, dann bist du nachhaltig.
Und das völlig wahllos, durch Ausschlusskriterien. Wenn du beispielsweise sagst, Zigaretten sind nachhaltig, weil da keine Massentierhaltung drin steckt. Dann ist Rauchen nachhaltig. Oder hast du schon mal eine rauchende Kuh gesehen? Ich habe die erste Kursrakete dabei. Ich habe einen neuen nachhaltigen Fonds aufgelegt, den wir hier in St. Ingbert zum ersten Mal unter die Leute bringen. Den sogenannten Europe New Technology Defense ESG Screened ETF. Und ihr merkt schon, das klingt toll, aber ihr wisst überhaupt nicht, was das ist. Das sind die besten europäischen Firmen, die ganz, ganz sozial sind, total freundlich, flache Hierarchien, jeder schläft miteinander und die sind freundlich zu ihren Angestellten, die haben eine neue Kaffeemaschine und die produzieren so ganz niedliche kleine Raketenwerfer, die man sich aufs Dach vom Auto schnallen kann, um Staus und sonstige Hindernisse auf der Straße unbürokratisch zu beseitigen. Ja, ich meine, wer von euch hat nicht schon mal den Gedanken gehabt, auf der Autobahn, Mensch, wenn ich jetzt einen Raketenwerfer auf dem Dach hätte, die Sau würde aber nicht so rumschneiden, wie sie das im Augenblick tut. Ja, eine wahnsinnige Hebelwirkung. Und ich meine, ist euch schon mal aufgefallen, warum ist dieser Fonds nachhaltig? Warum ist dieser Fonds nachhaltig? Nun, durch den kompletten Ausschluss von Alkohol, Tabak, fossilen Brennstoffen und sämtlichen Finanzdienstleistern, mit denen Olaf Scholz eine Erinnerungslücke teilt. So. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass wir uns, wie nachhaltig Rüstung in letzter Zeit geworden ist? Und vor allem, wie lukrativ? Hättet ihr vor gut 2,5 Jahren im großen Stil in Rheinmetall-Aktien investiert? Leute, ihr müsstet heute nicht an der Fortbildung teilnehmen. Ihr würdet heute im offenen Rolls-Royce ins Gewerbegebiet von Rohrbach Süd einbiegen. Ja, also wahnsinnig lukrativ. Und hättet ihr gedacht, dass wir uns alle mal entwickeln würden von Fußballexperten über Virenexperten zu Rüstungsexperten? Hättet ihr vor 2,5 Jahren gedacht, dass wir alle mal wissen, was ein Leopard 2 ist? Ein Flugabwehrpanzer Gepard, ein Marder, ein Puma? Übrigens, der Puma, der pazifistischste Panzer der Welt. Fährt nicht, schießt nicht. Kann man wahrscheinlich nur noch als innovativen Friseursalon einsetzen. Ja? Und ich denke, das muss die Stoßrichtung sein. Hättet ihr irgendwann mal gedacht, dass wir alle wissen, was eine Panzerhaubitze ist? Und ich meine jetzt die Kanone, nicht die Strack-Zimmermann. Und auch die Schlagerindustrie wird diesen neuen Zeitgeist einatmen. Und deshalb möchte ich, bevor wir loslegen, nochmal den Musiker und Komponisten des heutigen Abends auf die Bühne bitten. Klaus-Dieter Bandorf! Hier kommt der Sommerhit 2025, vielleicht gesungen von Andrea Berg. Bitte Musik ab. Sei mein Panzer, mein Sonnenschein, an deinem Rohr schlaf ich nicht ein. Wenn ich auf deinen Ketten lieg, spielt mein Konto Blasmusik. Mein Konto, das lag trocken, nur Ebbe, keine Flut. Ein kleines bisschen Rüstung, ja, das tut ihm wirklich gut. Doch seit ich dich so liebe, erst seit diesem Jahr, leist ich mir, mein Gepard, einen fetten Jaguar. Nein, ich liebe jedes Tier, auch den Bergepanzer Dachs, den Marder und den Wiesel 4. Ich lieb euch alle heiß,
jederzeit und überall. Selbst Annalena Baerbock, die tanzt jetzt mit Rheinmetall. Sei mein Panzer, mein Sonnenschein, an deinem Rohr schlaf ich nicht ein. Wenn ich auf deinen Ketten lieg, spielt mein Konto Blasmusik. Lasst uns miteinander schlendern, wir machen Urlaub in fremden Ländern. Ich will alles für dich ändern, will auch Panzer ein bisschen gendern. Sei meine Panzerin, meine Leopardin 2-in. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, scheiße. Ja, vielleicht enthusiastisch mit. Sei mein Panzer, sei mein Leopard. Komm ich ins Beben, deutsche Panzer überall und wir enden innen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Geht's euch gut? Ja, geht's euch gut, das ist schön. Ja, mir geht's auch gut, vor allem, weil ich mir auch einfach vorgenommen habe, mich wieder mehr über die kleinen Dinge im Leben zu freuen. Ja, und das ist ja auch so wichtig, vor allem bei dem, was gerade alles so an schlimmen Dingen passiert. Ja? Die Wahlergebnisse, Krieg, Klima, Hungersnot, der FC Bayern eine Saison ohne Titel. Ja, ja. Uhuhu, ja. Ja. Ja, oder auch diese Wahlgesänge jetzt auf Sylt, die es gegeben hat. Da hat man sich ja auch gefragt, warum machen die das? Ja. Gut, erst habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das ein soziales Projekt und die singen, damit die Immobilienpreise sinken, dass sich jeder was leisten kann. Ne? Aber gut, die Insel hat ja auch reagiert und hat ganz klar gesagt, nein, nicht mit uns, das wollen wir nicht. Und deswegen wurde jetzt auch aus jedem Strandkorb der rechte Winkel entfernt. Ja, das ist schon mal gut. Aber warum passieren solche Sachen? Das frage ich mich immer. Und ich meine, ja, ich bin jetzt irgendwie schon erwachsen, mittlerweile 31, aber irgendwie hänge ich trotzdem immer noch total im Sesamstraßenalter fest. Ja. Ich frage mich immer, wieso, weshalb, warum. Ich mache manchmal nachts panisch auf und denke mir, hat das Leben überhaupt einen Unsinn? Wie endlos ist das Universum? An welchen Gott glaubt Gott? Gibt es überhaupt einen Gott? Und wenn nicht, wer war dann Jesus Vater? Und ist der Mensch gut? Ja, ist er. Der Mensch ist gut. Abgesehen von ein paar Milliarden Arschlöchern halt. Ne? Oder wie ist hier? Haben wir heute Arschlöcher hier? Hä? Nö, einfach mal melden, dass ich weiß, wo die sitzen. Ja? Keine Arschlöcher in St. Ingbert. Schön, schön. Das ist doch gut, das gibt doch Hoffnung. Und trotzdem ist die Kacke am Dampfen. Und die Fragen bleiben in meinem Kopf. Metrosexuelle. Verkehren die in der U-Bahn? Was ist das Putins Kern? Das sind die Fragen, die mich so beschäftigen. Und oft ist es ja so, wenn man sich etwas fragt, wenn man Dinge nicht versteht, dann kann einem das Angst machen. Ja? Und Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass führt zu unendlichem Leid. Das wissen wir schon vom großen Philosophen Meister Yoda. Ja. Dabei gibt es doch viel bessere Wege, mit den Dingen umzugehen, die man nicht versteht. Ja? Viele schreiben zum Beispiel einfach einen Song über die Dinge, die sie nicht verstehen. Deswegen gibt es auch so viele Liebeslieder. Ich habe für euch einfach mal all die Dinge zusammengefasst, die ich nicht verstehe. Der Song dauert 3,20. Also 3 Tage, 20 Minuten. Aber ihr habt ja ein bisschen Zeit mitgebracht, oder? Das war schön, ne? Ja. Habe ich lange geübt, ich mach nochmal. Ja, warum spiele ich in St. Ingbert und nicht am Rock am Ring? Ich hab doch ne Gitarre und ich kann voll rockig singen. Hey, ich bin Max Beyer, also wo ist das Problem? Muss ich erst sterben, um zu sein wie Kurt Cobain? Mutter sagt geschwind, bin ich zu alt für ein Wunderkind? Ich hab so viele Fragen, auf die ich keine Antworten find.
Wäre Elvis noch am Leben, wenn er nicht gestorben wär? Wenn ich mit meiner Chefin schlaf, ist das dann Berufsverkehr? Wenn ich da G-Link spende, ist das dann ein Charity? Wie viel Tierliebe ist noch keine Sodomie? Rette ich meinen Freund den Baum, wenn ich keine Bücher lese? Wie tanze ich eine vegane Polonaise? Wird das Pilz im Wald von Tannen gezapft? Hab ich mich festgelegt, wenn ich mich auf die Straße papp? The answer, my friend, is blowing in the wind. Oder um es mit den Worten von Bob Dylan zu sagen. The answer is blowing in the wind. Ist der Bachelor genug, wenn ich mehr als Rosen will? Bin ich ein Kannibale, weil ich gerne Wiener grill? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Gibt es gute Väter, wirklich nur beim Griechen? Warum kommt mir Russisch gerade so Spanisch vor? Wer kümmert sich im Vatikan um den Kinderchor? Vermutlich alle. Naja, und die Gretchenfrage, weil die interessiert mich schon. Sag mal, sind die echt oder hältst du es mit Silikon? Warum warten wir bei Pornos immer aufs Niveau? Warum trägst du eine Maske und warum liegt dir eigentlich Stroh? Da kann man immer ganz genau sehen, wer den Porno geguckt hat. Eben. Aus Mangel an Niveau, ja, Pornos sind halt einfach so. The answer, she's blowing like the wind. Es gibt nur dumme Antworten, keine dummen Fragen. Nach diesem Lied kann das wohl keiner mehr sagen. Werden in Rüsselsheim Elefanten gebaut? Sind wirklich alle Schweine versaut? Warum trinkt ein blindes Huhn immer nur Korn? Und warum missionieren wir meistens von vorn? Warum folg ich auf Instagram so seltsamen Personen? Woher kommen die blonden Puppen? Vielleicht aus Babylon? Hey, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Warum gibt es Liebende so selten als Paar? Stehen Frauen wirklich auf Männer mit Humor? Hello, is it me you're looking for? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Die Antwort, mein Freund, liegt irgendwo im Wind. Doch es ist windstill, weshalb ich keine Antworten find. Also weiß ich, dass ich nichts weiß. Und ist das nicht der Beweis? Dieses Lied von Bob Dylan ist ein Scheiß. Dankeschön. Hallo St. Ingbert. Wir freuen uns wahnsinnig, hier zu sein. Wir sind Lux an Wunder. Und für die, die uns noch nicht kennen, jetzt wird's weird. Wenn man seinen Eltern Unterwäsche zum Geburtstag schenkt, diese Einstellung am Toaster, die dein Brot einfach komplett verbrennt, zu denken, dass ein Gehirn sich selbst das Wort Gehirn ausdenkt. Alter, das ist schon ein bisschen weird. Wenn das erste Elternpaar sein Kind Corona nennt und dann kommen Leute an und leugnen seine Existenz. Wenn der Proktologe zwinkernd fragt, wie wär's mit Happy End? Alter, das ist schon ein bisschen weird. Wenn man merkt, dass man bei was die gleiche Meinung wie Till Schweiger hat. Unbefleckt von Gott schwanger gewordene Frauen treiben ab. Wenn man mitten in der Live-Show realisiert, man hat sich eingekackt. Kennt ihr, das ist schon ein bisschen weird. An Fasching als Pirat verkleiden, aber als Somalischer. Wenn dann jemand sagt, Alter, das geht ja wohl gar nicht klar. Zum Glück hat man noch ein anderes Kostüm dabei, ne? Nämlich Taliban. Das ist schon ein bisschen weird. Wir sitzen auf dem Klumpen und wir rasen durch ein Hall, von dem wir nichts verstehen, außer vielleicht ein paar Zahlen. Bei dem man, wenn man hinschaut, immer weniger kapiert. Gar nichts ist irgendwie nicht weird. Wir wissen, dass wir denken, doch haben keinen Plan, warum.
geschweige denn, woher wohl dieses ganze Denken kommt. Wir wissen nur, wir wissen wenig, aber wir sind hier. Alles hier ist irgendwie so weird. Als Mensch zu finden, haarlose Katzen sehen seltsam aus. Das erste Mal eine Milf zu penetrieren in seinem Elternhaus. Drüber Kämmer denken, ihre Mittelglatze fällt nicht auf. Alter, das ist schon ein bisschen weird. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man nur vorwärts stehen kann? Aber du gehst mit einer Frau nach Hause und sie besitzt einen Leguan. Was? Nicola Sarkozy ist Carla Brunis Ehemann. Alter, das ist schon ein bisschen weird. Und dass man Zartheit scheinbar in der Einheit Baby Ersche misst. Der erste Hacker für hybriden Krieg vor Militärgericht. Und dass es viel weniger Flat Mooners als es Flat Earthers gibt. Alter, das ist schon ein bisschen weird. Wir sind ja extra heute angereist aus dem Internet. Und wir machen im Internet ganz unterschiedliche Sachen. Unter anderem schauen wir im Internet sehr viele Musikvideos. Und da ist uns irgendwann mal aufgefallen, dass in Musikvideos die ganze Zeit so ganz dubiose Sachen passieren und man akzeptiert das einfach. Man nimmt das einfach so hin. Und deshalb haben wir gedacht, da müssen wir mal drauf aufmerksam machen und haben ein Format gemacht, das nennt sich Literal Videos. Da machen wir Folgendes, wir nehmen bekannte Musikvideos und schreiben die Songs so um, dass im Song einfach genau das beschrieben wird, was gerade in dem Moment im Musikvideo passiert. Klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig, deshalb spielen wir direkt mal 4 Stück hintereinander weg. Die Aufmerksamkeit ist hierbei auf der Leinwand. Miami Athena wackelt und tippelt direkt auf die Kamera los. Dann wieder rückwärts mit stufenloser Geschwindigkeitsvariation. Luftumarmung, Finger, Nase, Spitze. Auf dem Kopf stehen, ne warte, doch am Pool stehen. Erstmal ne Kippe an, er streichelt seine Hand, fährt der Marokko-Trikot. Jetzt kommt die Crew ins Bild, Finger, Revolver, 2 Typen stehen rum und schauen doof. 3-Mann-Dance-Crew, Detlef, Detlef, die Soße. Wie man vor der einzigen Palme in ganz Dresden probt. Draußen am Plattenbau uns zeigt die Drohne das Luxuslife auf dem Balkon. Es geht um 3 von irgendwas, zeig wie idyllisch sie wohnen. Zeig uns mal dein Cabrio, zeig mal den Wagen von oben. Hammer dein Luxuslife, Bro. Drohne fliegt hoch, er scratcht an einem Luft-DJ-Pult. Check mal meine Hand, wie ich nicht rappe. Er performt eine Pirouette. Jetzt übt er Schreiben, danke, das war's. Jetzt geht es plötzlich um 5 von irgendwas. Low Angle, weil der Rapper auf dem Vordach steht. Traum, Panorama, Tourismus, Magnet. 5 Goldketten um den Hals, halt das im Fuß wie. Kein Licht in der Garage, nur das Standlicht von der Karre. Er sucht gebückt den Schalter, doch er findet ihn nicht, Alter. Er wirft virtuelles Geld und jetzt tanzt er einen Schwan. Vögel tanzen ist der Shit und jetzt steckt es ihn auch an. Skur, skur, skur. Ich pose auf dem Plateau rum, Nadelkissen, Hut. Ich sage nein zur Staubwand, komm, fahr mal um mich rum. Ich trag jetzt ne Kapuze, Autobahn in Brandenburg. Schau, da oben ist Bedeutung und ich lauf hier unten rum. Was macht die Frau da auf dem Stein? Die macht bestimmt was mit Design. Oder doch Performance-Kunst, Dame, breit, kryptisches Detail. Die Pilotenbrille sitzt, toter Baum am Arsch der Welt. Popo-Fahne in Gelb, Konfetti fällt. Schwinger Auto von hinten, Bus verpasst, der muss sprinten. Adler rennt zu der Linse, dann dem Boden zu winken. Ich kletter hoch, Kamera, sie fliegt. Après-Ski-Choreografie, er hat sich verfahren. Scheiß ostdeutsche Straßen. Yeah. Muss ich vielleicht erklären, der ist für mich. Ich habe mir überlegt, ich möchte gerne ein besserer Mensch werden und habe mir dann deswegen diesen quasi Pavlovschen Buzzer gekauft. Und jedes Mal, wenn ich wieder unnötig elitären Quatsch erzähle und mich aufrege und ne, will man gar nicht, dann mache ich einfach so und dann werde ich ein besserer Mensch. Ja. Das ist meine Brechtschutzversicherung quasi.
Ich will ja nicht so, und so Conditioner vertrage ich gar nicht. Ne? Also, nein, nein. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Mein Sohn lernt gerade, ohne Windel aufs Töpfchen zu gehen. Das ist mir Shitstorm genug. Denn man muss ja einfach aufpassen, was man sagt. Ne? Naja, man darf ja nichts mehr sagen. Ne? Florian, sagt mein Onkel Kurt. Man darf ja nichts mehr sagen. Und Onkel Kurt muss es wissen. Der ist Experte für alles, findet er. Und finden seine Freunde auf Telegram auch. Die sind auch alle Experten für alles. Die sind alle Fußballtrainer, Nahostexperten, Klimaerklärer, Virologen, alles. Kein Problem im Internet. Ne? Neulich hat der Onkel Kurt erzählt, dass er im Internet gelesen hat, dass Impfen unsere Gene verändert. Naja, könnt ihr. Mhm. Ich habe gedacht, naja, für manche wäre das auch eine Chance. Onkel Kurt hatte schon einen Schaden, da gab es noch gar keine Impfung. Aber das war nicht so schlimm, ne? Bevor es Facebook gab, wusste nur der engste Familienkreis, wie bescheuert du bist. Heute kann jeder, überall, zu jeder Zeit, ungefragt, zu jedem Thema sofort seine Meinung kundtun und seinen Senf dazugeben. Huh, ist aber nicht alles Wurst. Ne? Da gibt es schon manchmal auch Widerspruch für Onkel Kurt und das ist er nicht gewohnt. Nee, das ist ja wie bei der Stasi. Ja genau, so war das bei der Stasi. Wir haben einen Faktencheck im Internet gemacht. Dafür war die Stasi bekannt. Genau. Naja, Florian, heutzutage muss man immer genau überlegen, was man sagt, bevor man es sagt. Ich finde das ja per se keine schlechte Idee. Ne? Also, im Alltag oft hilft das. Ne? Aber natürlich, Kontext ist wichtig. Ne? Es ist wichtig, nicht nur was man sagt, sondern auch wo man sagt, wem man sagt, wie man sagt, warum man sagt und wann man sagt. Und es ist auch nicht unerheblich, wer es sagt. Ne? Kontext ist wichtig. Es macht einen enormen Unterschied, ob Lou Bega Mambo Number 5 singt oder Hannibal Lecter. A little bit of Erica. Kontext, ne? Oder ich würde mir auch zum Beispiel nie einen SUV kaufen. Würde ich nicht machen. Zu groß, verbraucht zu viel, findest du keinen Parkplatz, ne? Würde ich nicht machen. Aber wenn jetzt die Apokalypse kommt, ne, hier so Meteoritenhagel in der Mittagspause, dann würde ich für die Flucht schon auch kein Lastenfahrrad klauen. Oder in den USA, ne, wird nicht so sehr geschützt wie ein Leben, das sich noch im Uterus einer Frau befindet. Ne? Ganz egal, wie es da hingekommen ist. Ne? Aber wenn dieses Leben dann so ungefähr 15 Jahre später unerlaubt in deinem Haus auftaucht, darfst du es auf der Stelle erschießen. Kontext. Und der Zeitfenster. Wichtig. Und man darf ja auch niemanden küssen, der das nicht möchte. Das wissen wir. Nicht alle. Ne? Grüße nach Spanien. Naja, egal. Aber eigentlich wissen wir das, dass man das nicht soll. Ne? Außer man ist ein Prinz und jemand wurde vergiftet und liegt in einem gläsernen Sarg. Dann ist das was anderes. Ne? Außer man ist Prinz Andrew. Es ist kompliziert. Oh. Wir haben heute jemanden aus Berlin bei uns, Katharina Hoffmann. Sie ist mit ihrem aktuellen Programm Die Hoffmann stirbt zuletzt unterwegs. Und warum diese Frau noch sehr, sehr lange leben wird und was für einen Lebensstil sie prägt, das steht in diesen Zeilen von Philipp Scharnberg. Es war eine Frau aus Berlin, die plötzlich im Saarland erschien. Sie schockte die Clique mit Watten und Icke und wird euch noch richtig erziehen. Und glaubt, wer es sei nach den Sitten, dass Frauen, die schon kauen auf den Dritten, beim Häkeln von Decken am Kuchen verrecken, dann hat er sich aber geschnitten. Denn sie ist das lebende Beispiel für bebenden Comedy-Freistil. Begreift man die Runzeln als Anlass zum Schmunzeln, ist Altsein nicht zwingend ein Scheißdeal. Sie reißt mit verbaler Machete Klischees ab wie Maler Tapete. Doch liefert beim Grollen auf Gender und Rollen Pointen statt schaler Pamphlete. Zwar zettelt sie tierisch gern Zoff an, doch zeigt, dass sie durchaus auch soft kann und nimmt als Xantippe sich selbst auf die Schippe. Hier kommt Katharina, die Hoffmann!
Wäre okay für euch, wenn ich mich noch mal so anmoderiere, wie ich es selber brauche? Beziehungsweise, wie ich es von früher kenne. Weißt du, als die Welt für uns alte, weiße, heterosexuelle Frauen noch in Ordnung war. Ja, da stand hier schon als Moderator auch ein Mann. Nee, falsch. Das heißt, eine Person, die als Mann lesbar ist. Und jetzt konnte ich bei Bumillo, konnte auch einige männliche lesen an ihm. Also man kann nicht sagen, dass er ja nicht, dass da... Ja, aber ich meine die anders. Weißt du, die Jungs früher, die waren so universal lesbar, so in allen Sprachen. Wisst ihr, auch in Blindenschrift. Ja, die hatten so, weißt du, so schwarze Lackschuhe hatten die an oft, dann so ein Glitzerjackett, dann hier so Flieger und dann so eher so schütteres Haar, weil so auftupiert wurde und dann mit Haarspray so leicht angedatscht. Ja, und die waren auch ein bisschen schmierig. Aber eigentlich eher onkelig. Ja, und die haben immer Folgendes gesagt. So, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Jetzt kommt was fürs Auge. Ja, wir haben heute auch eine Frau im Angebot. Und sie ist nicht irgendeine Frau. Oh nein, sie ist eine Frau, die vor Schönheit, Charme und Sexiness nur so dampft. Hier kommt für euch Katharina Hoffmann. Nee, aus, 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 aus. Nein, Quatsch. Ihr habt es super gemacht, aber so war das nicht. Nein, es war ganz anders. Weißt du, es ging immer so ein Raunen durch den Saal. Nee, nicht jetzt, jetzt bin ich ja noch da. Also... Mach nochmal. So, meine Damen und Herren, vor allem meine Damen, halten Sie Ihre Männer fest. Sie platzen gleich aus Ihren Hosen. Hier kommt für Sie Katharina Hoffmann. Nein, 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 nein. Nein, ihr müsst ja erst raunen, wenn ich rauskomme. Na, ihr wisst doch ja nicht, was kommt. Ja, wenn ihr vorher schon raunt, dann wisst ich, dass ihr lügt. Okay, komm, wir machen noch einmal. Ja, ja. Jetzt kommt eine Frau, die eigentlich hinter Gitter gehört. Sie wird von Robert Habeck persönlich verboten. Denn sie ist so heiß, dass die Polkappen schneller schmelzen als beim Klimawandel. Hier kommt für euch Katharina Hoffmann. Danke, jetzt ist besser. Ah, ja, wisse, die Zeiten ändern sich. Das ist ja auch okay, finde ich. Also, ja, ich versuche auch wirklich mit der Zeit zu gehen. Aber du wirst als Frau in dieser Branche mehr und mehr auf deine Fähigkeiten reduziert. Was soll ich jetzt machen? Abitur? Ey, neulich hat mich Moderator nicht mal mehr als Frau angekündigt. Jetzt kommt eine Person mit Uterus und gebärfähiger Vergangenheit. Ja, ich werde auch empfindlich. Ich gebe zu, ich werde empfindlich. Ja, weil, weißt du, seit ich die 50 überschritten habe, billigt man mir die sexuelle Strahlkraft einer 20-Watt-Birne zu. Ja, ich bin der Olaf Scholz der Sexiness. Weil wisst ihr, was ich jetzt machen soll? Ich soll jetzt in Würde altern. Ja, und weise soll ich werden. Wo soll denn das plötzlich herkommen? Und in Würde altern, also bitte.
Ich meine, altern ist doch schon scheiße. Ja, es ist scheiße. Hier, lasst euch nicht erzählen, junge Jury oder wie ihr heißt. Ja, nee, wirklich, wenn sie euch kommen mit dieser ganzen Romantik. Nein, wenn du alt bist, dann musst du keinem mehr was beweisen. Ja, selbst wenn du was zu beweisen hättest, das interessiert keine Sau mehr. Martin aus der Schweiz, Spaß hier zu sein. Es ist ja unglaublich, diese Halle, dieses Publikum, diese Stühle, diese Hitze. Und vielleicht am Anfang erkläre ich kurz, wie das funktioniert. Ach, das ist übrigens, das ist die Petra, die hat die Kamera, die Bühnenkamera. Hallo Petra, hallo Kamera. Und sie filmt jetzt auch, und jetzt kann ich sie erklären. Die zu Hause kommen das auch rüber. Also, das ist das Symphonium, ein Instrument, ein wunderbares Instrument. Das kann meine Stimme aufnehmen, übrigens gemacht aus Hochgebirgsnussholz aus dem Appenzell. Und das hörst du auch, das ist wirklich. Und ich komme ja auch von da. Praktisch derselbe Sound. Ich habe hier diese 7 Taster, gell? Ja, das siehst du hier, 7 schöne blauen Tasten. Und wenn ich hier auf die erste Taste drücke, dann geht's los. Jetzt kann ich auf und jetzt nimmt's auf. Und wenn ich wieder drauf drücke, dann geht's los. Jetzt kann ich auf und jetzt nimmt's auf. Und wenn ich wieder drauf drücke, die zweite Taste drücke, jetzt nimmt's bereits eine erste Spur. Wenn ich wieder drauf drücke, die zweite Taste drücke, jetzt nimmt's bereits eine erste Spur. Wenn ich wieder drauf drücke, nehme bereits eine erste Spur. Wenn ich wieder drauf drücke, jetzt nimmt's bereits eine erste Spur. Wenn ich wieder drauf drücke, jetzt nimmt's bereits eine erste Spur. Wenn ich wieder drauf drücke, jetzt nimmt's bereits eine erste Spur. Wenn ich wieder drauf drücke, jetzt nimmt's bereits eine erste Spur. Wenn ich wieder drauf drücke, jetzt nimmt's die siebte Taste drücke. Da ist alles weg. Aber man meint es nur. Man meint es nur. Das ist eben Schweiz. Das ist geheimnisvoll. Das ist schön. Ich kann es nämlich wieder freischalten. Tak, 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 tak. Und wenn ich jetzt wieder die siebte Taste drücke, man kann da wirklich nur sagen, wer hat es erfunden? Ja, ich möchte natürlich die Band vorstellen. Am Schlagzeug Martin O. Am Bass Bass Guitar Martin O. Trompete Martin O. Elektrische Gitarre, Marino! Jetzt ist es wieder weg. Und jetzt. Jetzt kommt ein Solo. Solo, Solo, Solo. I keep on drinking like a Spartan home. I keep on like a rock and roll. This written hard like a Manhattan hole. I push the button, press for. Keep on treading hold, and you're sticking it up. My never cash for things. I'm gonna kill it and all. My never hidden hold, and you're sticking it up. My never cash for things. This is wieder weg.